Ja, eigentlich sollte dieser Elefant das Highlight einer religiösen Veranstaltung in Indien werden. Doch irgendwie war dem Elefanten alles andere als zum Feiern zumute. Statt des Festmarsches gab es für die Zuschauer einen echten Gewaltmarsch. Au backe, dieser Elefant ist richtig stinksauer. Warum genau? Das will keiner so richtig wissen. Ohne bekannten Grund demoliert das wilde Tier alles, was ihm zwischen den Rüssel kommt. Besonders angetan hat es ihm allerdings dieses gelbe Gefährt. Über eine ganze Minute schleudert der Elefant den PKW von links nach rechts. Den zwei Elefantenführern auf dem Rücken bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und versuchen, nicht herunterzufallen. Übrigens, der Elefant soll zudem in einem Geschäft randaliert haben. Ob es ein Porzellanladen war, ist leider nicht überliefert. Übrig bleibt am Ende nur ein Haufen Schrott. Mittlerweile, so heißt es, hat sich der Dickhäuter aber wieder beruhigt. Je, wie heftig. Ja, vom wütenden Elefanten geht's nahtlos zu meiner charmanten Kollegin Karin Webb nach München zu Leute heute. Auch da sind die neuen Schlauchbootlippen von Verona Poth ein viel diskutiertes Thema. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.